Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Pokémon die Schwarze Edition Nuzlocke. Wir sind vorm Arena-Leiterkampf. Wir haben ein tolles Team. Wir haben ein neues Pokémon bekommen im letzten Part. Und zwar das Pokémon Sodamark, das ich mit dem Namen Afflack getauft habe. Und irgendwie ist es wunderlich, dass ich nur weibliche Pokémon um mein Team habe. Um mein Derby-Freund. Vielleicht ist das so ein Womanizer oder so. Und ich würde mal sagen, wir gehen zum Arena-Leiterkampf. Hallo. Also ich arbeite hier als Arena-Leiter, aber wer bist du denn? Ah, du willst dich in der Arena beweisen? Dann verrate mir doch bitte, welches deiner Start-Pokémon ist. Ah, na, welches wohl? Serpify, verstehe. Das sucht sich gegen den Pokémon-Typen des Feuers schwer. Du solltest also ein passendes Gegenstand Strategie überlegen. Also ich erwarte dich drin. Das tun wir. Dann gehen wir mal rein in die erste Arena. Und das ist eine was für eine normale Arena? Das ist so ein Mix aus normaler Arena und so, und hallo, ich habe alle Trainer weit, die sich in der Regel begrüßen wollen. Mein Name ist Guido. Vielen Dank, dass du in der Arena bist. Hier, für dich. Wir erhalten immer ein Tafelwasser, und Tafelwasser ist besonders gut. Wir können schon bitte in der Medizin. Oh, Dankeschön, Guido. Willkommen! Unser Angebot ist auf die vorliegende Trainer abgestimmt. Aha. Oh, Feuer. Das ging schon bis Wasser. Hat sich schon gemacht. Wunderbar, mach die Tür auf, Poise. Oh, da ist schon ein Trainer. Das erste Kampf. Willkommen in der Arena von Omnium City. Hier ist die Grundlage des Kampfes verkauft. Du bist lustig. Du bist jetzt besiegt. Eine Herausforderung von Servieren Gianluca. Jörgklef wird. Wunderbar, mein Derby voll ist ein bisschen over. Wunderbar. Tackle. Wunderbar, Tackle. Und Biss. Stärker. Setz mal an. Guck mal, wie viel das ist. Schnüffel. Ist jetzt Schnüffel. Zack. Und Jörg der vor dem Besuch. Ja. 400 Poki-Dollars. Okay, das ist Wasser. Ein Stück ist Pflanze. Mein Snape kriegt ja eigentlich auch ein bisschen Level. Wow! Ah, wunderbar. Genieße das komplette Menü der Arena von Omnium City. Ich bin der zweite Gang. Okay, siehst du, du bist der zweite Gang. Eine Herausforderung von Servieren Dokota. Sie setzt einen Nagelotz an den Tag. Nagelotz verprügeln, wie geil! Level 10. Vielleicht kommen wir dadurch in Level 8. Racki. Das ist auf jeden Fall schneller. Oh, nicht mehr als die Hälfte. Ja, toll, du hast die 7 Bären eingesetzt. Ist egal. Oh, jetzt kommt das mit Geduld. What the fuck? Das ist eine Chaot. Das ist ein Mann, ich hab Schiss vor Geduld. Geduld ist eine sehr gefährliche Attacke. Oh, Derpy voll Level 40. Ein Fili. Dann wechseln wir mal auf Slave oder so. Nimm Slave. Slave von uns. Slave. Zack. Maler wird ein anderes Attackenpool bekommen als Slave. Das weiß ich jetzt schon. Fili, du bist schneller. Das war gut. Boah, ein Volltreffer! Boah, Alter, danke, was ist mit dir los, ey? So, 400 Poki-Dollars. So, damit haben wir den zweiten Gang auch schon besiegt. Wunderbar. Boah, ich hab Schiss. So, Beute.
Wir müssen Tränke verwenden. Farbe Wasser? Nee. Trank. Wir setzen Trank so für eine. Ja, wunderbar. So, das Attacke-Pool ist fertig. Da würde ich mal sagen, auf geht's zum Arena-Kampf. Willkommen in der Pokémon-Arena von Orion City. Hallo. Ich bin der feurige Mike, der dir mit deinem Feuer-Pokémon einheilt. Und ich bin die Schwuchtel. Wasser ist mein Element. Sehr erfreut. Ja, ich bin Benny. Mein Herz steht für Pflanzen-Pokémon. Benny, also. Du fragst dich bestimmt, was der Auftritt zu dritt soll. Lass mich das erklären. Nachdem welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, entscheiden wir abhängig vom Typ, wer von uns drei antritt. Ja, so ist das. Und dein erstes Pokémon war offensichtlich von Typ Pflanze. Das wäre dann ja geklärt. Ich meine, ich bin als dein Gegner. Gleich wird's brenzig für dich. What the? Nein! Okay, dann müssen wir dich. Ja, ich bin der Stärkste von uns drei. Du kannst dich ruhig geehrt fühlen. Und dann ist der erste Arena-Kampf gegen Mike, ein Feuer-Pokémon. Er hat ein Digimax und ein starkes Zirkel. Und ein richtig starkes Zirkel. Wunderbar, da ist dieses starke Zirkel. Auf Level 2. Auf geht's. Slurpee-Foy ist Level 5. Es muss rocken. Es ist schneller. Das ist sehr schön. Wow! Kraftschub ist eine Attacke, die erhöht Angriff. Spezialangriff. Ah, glaubst du wirklich, du kannst den Kraftschub machen? Ja, natürlich. Jetzt mal einen Rockley Ball. Nochmal Biss. Mann, du Bastard! Warum setzt du jetzt einen Trank ein? Wird doch wahrscheinlich. Okay, das ist. Ja, wunderbar, wir haben es gesehen. Der Pifoy bietet ja Clef auf den Zug. Das ist gefährlich, was hier kommt. Das kann auch Geduld. Es hat Geduld bei mir gemacht und ja, dann bin ich ausgelassen. Leiter Mike, sein Grillmack ein. Wechseln. Passendes Gegenstück. Und zwar. Flug! Gut gemacht, Therapy. Hast du super gemacht. Ich bin freundlich. Digimark gegen Grillmark gegen Aflog. Und Aflog ist Level 14. Also ein 4-Punkt-Level. Aber ich glaube, Aflog ist. Oh, Kraftschild. Ja, das bringe ich ihn aber nachher mal. So, Grillmark. Oh, so. Machen wir mal weg. Nein, der Schaden, das bringt nichts. Das bringt nichts. Wir setzen. Oh nein, die Silberbeere ist abgeprallt. Wir setzen mal Silberblick ein. Das hat nämlich eine hohe Verteidigung. Wenn wir noch einen Silberblick und dann können wir noch eine andere Knappe drauf machen. Nein, Schaden. Das bringt doch nichts. Jetzt müsstest du eine schöne Beetroot-Jacke haben. Akku. Ein Escher. Akku. Ich glaube, das war's jetzt für Grillmark. Ja, jetzt ist es. Ich hoffe, es wird ein bisschen schon. Ich hoffe, ganz knapp so ein Volltreffer, so ein KP noch übrig. Schon gesagt, aber das passt schon. Wunderbar, es war effektiv und Grillmark ist besiegt. Mein Abfall erhält 340. Wunderbar. Oh ja, Spieler besiegt Leiter Mike. Jetzt ist es aus, mich hat's erwischt. Okay, gewinnt 1680 Poké-Dollar. Das war schon gut. Wow, du bist echt stark. Gemäß den Status der Pokémon, die jetzt an diesen Arena-Leiter. Ja, wir haben unseren ersten Pokémon-Arena-Leiter. Juhu, wir sind... Bonsen. Ah, wunderbar, da freut sich doch, da lacht das Herz. Geh jetzt von Mike den Trainer an.
Die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Besitzt du Orden, befolgt auch im Tausch erhaltene Pokémon bis zu Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls frisch. Mein Kaki erhält Kraftschub und Kraftschub bringt dann, glaube ich, jetzt zwei Pokémon bei. Oh, ja, diese befindlichen Kraftschub sind. Tschüss, ihr Löschern. Ich bin zu stark für euch. So, dann gucken wir mal. Beute. Und was haben wir da? Die TM Kraftschuh einsetzen. Oh, welches Pokémon nehmen wir denn das? Snake. Jo. Ja. Welche Attacke lassen wir gehen? Attacke ist gut. Geduld. Scanner. Ja, ich bin eher für... Scanner ist so... brauchen wir nicht. So, Kopfschuh. Ist zwar eine schöne Attacke, Scanner, aber... bin kein Freund von Scanner. Also, das ist so... Das braucht... gut. Abflag kriegen wir es auch noch bei. Kopfschuh. Welche Attacke denn? Schlecker, Silberbeck. Silber und Schlecker brauchen wir auf jeden Fall. Noch später. So, Silberbeck ist weg. Kopfschuh ist da. So, das war's. So, dann gehen wir jetzt wieder nach Pokémon, dieser Monster, Pokémon Center. Das ist Vivi! Hey, Vivi! Tada, ich bin Vivi! Professor Schatz, ich gebe dir und deine Freunde etwas zu dir. Folgst mir am besten. Okay. Wunderbar. Soll dir folgen? Ihr wollt also alle Pokémon in einer Region treffen, nicht wahr? Oh, zur Treppe bitte hier. Ich will doch... Mein Zimmer ist hier oben. Bitte komm doch mal mit drauf. Ich will doch... ich will zu machen. Stell mir mich am besten noch mal vor. Mein Name ist Vivi. Wie du mich sehen kannst, bin ich Wissenschaftlerin. Bei meiner Forschung beschäftige ich mich auch. Übrigens mit dem Pokémon-Training mit Professor Escher bin ich schon seit unseren Studienzeit befreundet. Sie hat mich gebeten, euch zu unterstützen. What the fuck? Und das tue ich auch dann gleich mal. Hier, sollte mal alles nützlich sein. Eine versteckte Maschine. Du hältst VM01 Zerschneidung. Kiefer schaut das VM01 als Tier in der Tasche. Die Pokémon können auch Attacken lernen, die außerhalb des Kampfes einsetzbar sind. Mit dieser VM kannst du deinem Pokémon die Attacke Zerschneider beibringen, mit der man kleine Bäume fällt. Und genau wie die technische Maschine kannst du die versteckte Maschine so oft benutzen, wie du willst. Toll. Allerdings ist es schwierig, deine wieder zu vergessen. Dürfte ich dich vielleicht um einen klitzekleinen Gefallen bitten? In der Nähe von Orion liegt die sogenannte Traumdunge. Dort findet man ein Pokémon namens Zhonya, welches den Traumdunst absondert. Und den will ich haben. Die Tiefe dieses Dunstes steht uns nämlich die Spielsynchro zur Verfügung. Wir sind dann in Lage, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Wunderbar. Hier so irgendwie. Hallo. Bist du ein Trainer? Aha. Oha, sehr interessant. Dann gehen wir mal runter zum Arena. Nicht zur Arena. Zum Pokémon Center. Und der Part wird auch wieder recht kurz, weil wir haben das erlebt, was wir wollten. So, rein mit mir. Die VM01, da können wir nochmal gehen. Jetzt gehen wir nochmal kurz zur Route 2, da war nämlich etwas. Ja, ich will meine Pokémon heilen, bitte. Ja, Dankeschön. Nämlich, das ist wichtig. Ach, ja. Wunderbar. Ich hoffe, meine Miezekatze kann nämlich den Zerschneider. Das wäre ja... wunderbar. Also wenn es Katze geht, kannst du Zerschneider. So sehe ich das immer. Dann gucken wir mal. Okay. Die Miezekatze kann Zerschneider. Wunderbar. Mann, du bist zum Opfer, du scheiß Katze. Das ist so... ich habe nur Zongs erwischt in dieser Saison. Außer jetzt das... Na ja gut, Slave ist nicht schlecht, aber ist auch ein Zong. Hier gibt es nämlich einen Busch. Nein, nicht hier. Busch. Da ein Busch. Da ein Busch. So, dann machen wir uns jetzt. Ja, können wir zum Schneider einsetzen. Ja, Quatsch. Setz zum Schneider ein. Zack. Und hier gibt es nämlich. Versteckt mir Pokémon-Items. Hier. Okay, jetzt super Traum. Die kann man gut gebrauchen. Die kann man echt gut gebrauchen irgendwann. Und hier muss auch Pokémon. Ich glaube, das ist ein Superball. Ja, ein Superball. Wir können ja unser nächstes Pokémon-Ball fangen, aber nicht in der Traumbranche.
ich würde mal sagen, da wir jetzt einen schönen Part hatten, ein leichtes Kämpfchen hatten, irgendwie voll der Arena-Leiter war voll der Loser. Schade. Würde ich mal sagen, machen wir hier, genau vor der Eingang der Traumbranche ein. Wenn wir den Part, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Pokémon, die schwarze Edition. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute. Wenn ihr euch dieser Part gefallen habt, dann könnt ihr ihn folgendermaßen bewerten, wenn er euch gefallen hat. Natürlich mit einem Daumen hoch. Und wenn er euch nicht gefällt, mit einem Daumen runter. Feedback und Kommentare sind wie immer erwünscht. Und ihr habt einfache Verlinkungen unten in der Videobeschreibung und oben auf dem Video selbst in den Pokébällen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute.